Kenzie und Fool. Hallo und herzlich. Fuck. Hallo. Danke dafür, Lali. Maul. Christian, bitte nicht übersteuern. Aber bin ich zu nah dran? Nein, nur beim ersten Mal. Ich mach einfach mal. Ich war mal ein Scherz. 3, 2. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kenzie und Fool, Episode 2 mit dem Namen Foltermethoden. Mit dabei ist wieder Nikolai, den kennen wir schon in der letzten Folge. Ich, das bin ich. Hey, das bin ich. Und das verschollene Mitglied und lang gesuchte Mitglied Sören. Für eine, ich Folge ausgesetzt hat einfach. Ja. Unglaublich. Ja, für eine Folge Game of Thrones. Für die letzte. Die vorletzte war es, ja. Worum ging es? Tod und Mordschlag? Nein, nicht spoilern, wir spoilern hier nicht. Ach so, stimmt. Nein, es ging darum, dass um die andere Seite der Mauer, so wie Berlin. West-Berlin, so ungefähr. So, und zu Beginn der Podcast-Episode kann ich nur ankündigen, wir haben jetzt einen YouTube-Kanal, der heißt Kenzie und Fool, und da ist, ab jetzt werden da unsere Podcasts auch hochgeladen. Also wenn, mit ganz vielen Affiliate-Links. Das sind gar keine Links, das sind nur ganz viele Tags, damit wir Fame werden. Ja, wer will das nicht? So, das heißt, wir haben jetzt schon YouTube und Soundcloud, also erst Soundcloud, dann YouTube. Ich meine, ja, und ich arbeite jetzt schon an Podcast.de. Bald kommt viel mehr, habe ich gehört. Ich arbeite an Podcast.de, ja, keine Sorge. Das, ja, das wird hoffentlich. Noch. Und ich habe mal wieder meine Podcast-Tasse. Die habe ich von euch zum Geburtstag, beziehungsweise von Martha zum Geburtstag bekommen. Auf der steht, mit vollem Glück spricht man nicht. Und auf darauf können wir ja in einer anderen Folge zurückkommen. Wir können ja mal, wir können mal eine Folge nur übers Theater machen, aber das, das ist gut. Oder nur über so einzelne Stücke eigentlich. Ja, stimmt. Das wird die Special-Folge, ja. Wir machen eine Folge nur über Theater und eine Folge nur über unsere einzelnen Stücke. Können wir gerne machen. Genau. Folgt, weil wie im ersten Podcast schon angekündigt, kennen wir uns alle über das Crash-Theater im Krefeld. Dort haben wir uns 2013 kennengelernt. Müsste sein, ja. Ja, schon auch. Lange her. Wir machen einfach eine Special-Folge über Theater. Einfach in der Folge 3. Unglaublich, unglaublich ist das. Weil wir jetzt noch keine Ideen für die nächste Folge haben. So, das stimmt. Ja. Das Thema ist zwar Folterinstrumente, aber darauf kommen wir gleich noch, weil ich habe hier noch, ich habe ja noch eine Story. Eine Instagram-Story? Nein, ich habe immer in der Grundschule. Snapchat? Vielleicht kennt das der ein oder andere. So die Süßigkeiten, kennt ihr diese Süßigkeiten, die Augen heißen? So diese, die aussehen wie Augen, die sind genau, so bitter. Die man so bei Halloween die ganze Zeit ja, so genau. in so komischen Puddings drin hat und so. Nicht nur im Pudding, also das ist halt so Gummibärchen mit einer roten, bitteren, mit einer so roten, sauren Soße drin und das ist halt geil. Und das hatte ich in der Grundschule immer eine Zeit lang als Frühstück. Was? Hatte ich immer, ja, weil, also. Yo, als ob. Ich bin halt eigentlich ein sehr selbstständiger Mensch und bin auch immer dahin zu hin erzogen worden. Hat halt auch schon irgendwann gab es halt kein Schulbrot mehr. Ne? Wenn ich selber eins wollte, hätte ich mir selbst eins machen können. So, ich war und wenn immer, du selbst Augen wolltest, hast du dir halt selbst Augen nein, geholt. Nein, okay. Wenn ich selbst eins wollte, hätte ich mir eins machen können. Ja. Und wenn ich, aber ich war immer zu faul, also habe ich mir nie eins geschmiert. So, das ist mein Problem. Ich bin zu faul. Das ist häufig die Entschuldigung, mit der man meine Taten entschuldigen kann, ist, dass ich ein sehr fauler Mensch bin. Was mich teilweise nervt, also es nervt mich schon, aber darum geht es ja nicht. Und es gibt halt diese Halloween-Augen und da hatten wir halt noch ganz viele von. Und da habe ich mir halt einfach ein paar eingepackt. Und dann war ich immer so, da war ich so 2 Wochen lang der übelste Dealer dafür. Da wollte jeder aus meiner damaligen Klasse, wollte, dass ich dem Auge gebe. Sie wollten alle diese Augen haben und dann habe ich immer so richtig viele Augen mitgenommen. Hast du richtig Auge gemacht? Ja. Oh nein. Ich habe so richtig viele Augen immer halt mitgenommen und halt an Klassenkameraden verschenkt. Und irgendwann hat sich einer aus meiner Stufe ein paar blaue Augen verteilt. Da hat einer aus meiner Stufe sich bei meiner Klassenlehrerin beschwert. Also Stufe, Maria Montessori-Schule war ich, deswegen sage ich Stufe, jeder, der auf Maria Montessori-Schule ist, der wird wissen, was ich meine. Auf jeden Fall, einer aus meiner Stufe hat sich bei meiner Klassenlehrerin beschwert. Ja, ich kann es sofort erklären. Dann hat sich bei meiner Klassenlehrerin beschwert und dann kam meine Klassenlehrerin zu mir und hat mir das verboten. Und seitdem durfte ich diese Augen nie wieder mit zur Schule bringen. Oh. So richtig so. Das war mein Grundschul-Life. Was hast du mit den restlichen Augen gemacht? Hab ich zu Hause gegessen. Alleine? Nein, mit meinen ganzen 2 Grundschulfreunden. Na gut. Also eigentlich nicht. Tu nicht so. Damals war es gut, Kumpel.
Obwohl, ich hätte mehr Freunde. Ich fand es immer voll schlimm bei so Halloween-Süßigkeiten. Gibt es immer eine geile Packungen einfach von Haribo und so. Diese Süßigkeiten-Packungen, Gummibärchen-Packungen. Und ich hasse einfach Lakritze. Es ist so, es geht ja so gar nicht einfach. Lakritze und dann gibt es einfach. Das ist richtig schlimm einfach. Also manche mögen das ja, okay, von mir aus. So, die sollte man auch einfach, also für Lakritz mag, der ist doch kleine Kinder. So, aber nur so am Rande. Nein, auf jeden Fall gibt's dann diese komischen Fledermäuse einfach. Und wo einfach die Mitte ist halt geil gewesen. Ja. Also vor allem, wenn halt in so dieser Packung einfach alles andere so schon aufgegessen war, weil es einfach als andere nicht Lakritz war. Und dann blieben die Fledermäuse übrig, die einfach diese Flügel hatten einfach. Ja. Und das war einfach so richtig ekelhaft, weil du musst irgendwie um die Flügel herum essen, also nur den Bauch und die Füße und so. Das war halt so, aber irgendwie hat man immer ein bisschen Lakritz davon mitgegessen. Das war ich hab's immer so geil. Gemacht. Fledermäuse sind aber gemein ja auch nicht so lecker, habe ich gehört. Nee, ich hab es mal früher so gemacht, dass ich hingegangen bin, mir quasi so den Pain gegönnt habe, diese Flügel abzuknabbern. So, ich habe die mal so in einem Biss weggehauen. Oh, nur um dann halt diese geile Mitte zu essen zu können. Das war immer richtig der Struggle. Das hatte ich gestern. Ja. Ja. Das nenne ich tatsächlich. Wir hatten so ein geiles Curry irgendwie oder so mit so eine Gemüsepfanne mit Scampis und Reis und allem möglichen. Aber auch, also das war richtig geil, aber auch Brokkoli. Und das war ja, so geil. Also, manchmal schon, manchmal ist es auch einfach nur so sehr. Schon. Ja, okay. Also mich war der gestern einfach nicht so gut. Er war einfach so so ein bisschen hölzern auch und so. Das heißt, aber ich muss den Teller irgendwie aufessen. Ich esse erst diesen kompletten ganzen Brokkoli, der so total überhand genommen hat auf meinem Teller. Hab ihn alles aufgegessen, so richtig eingezwungen, richtig qualvoll einfach. Und um danach eben das gute Essen zu essen einfach. Das war, ja. Aber so mache ich das eigentlich immer beim Essen und zwar. Gut, das ist. Also ich esse immer so von schlecht nach gut. Ich versuche erst mal richtig viele Pommes zum Beispiel zu essen, bevor ich das Schnitzel esse. Ja, ist ja nicht mal schlecht. Oder halt zum Beispiel bei. Das ist ein schlechtes Beispiel. Das wäre ich so voll der Schnitzel. Aber gut. Das wäre ich so voll der Spasti, so, aber zum Beispiel, wenn ich so bei McDonald's, und dann habe ich so, keine Ahnung, so einen Cheeseburger und so einen von diesen großen Burgern, dann esse ich immer erst einen Cheeseburger und egal, ob der große Burger kalt wird oder nicht, ist mir scheißegal. Aber der wird halt zuletzt gegessen. Aber es ist ja eigentlich beides schlecht, ne, wenn man drüber nachdenkt. Also ja, in Relation jetzt gesehen nicht, aber. Aber da kommen wir auch zu einer Foltermethode, nämlich diesen geilen Rosenkohl einfach, diese kleinen grünen Bällchen. Oh, bitte. Richtig geil. So, niemand will es essen. Ich meine, aber es ist manchmal. Doch, also Tomaten sind schlimm, aber Rosenkohl ist. Tomaten sind richtig schlimm. Gut. Aber Rosenkohl Rosenkohl ist gut, aber Tomaten, nee. Wie kann man Rosenkohl? Also Rosenkohl geht gar nicht, lassen wir einfach so mal stehen. Das ist einfach, nehmen wir als Fakt einfach mal. Es liegt wahrscheinlich daran, weil ich Linkshänder bin. Also. Wahrscheinlich. So, das erklärt sowieso einiges. auf jeden Fall nehmen wir diesen Rosenkohl und als Foltermethode einfach, dass wir richtig viel Rosenkohl auf dem Teller haben und irgendwie noch was richtig geiles Hühnchen oder sowas. Gut, Sören ist Vegetarier, das ist auch schwierig, das Ganze Fleisch, zu nehmen. Für andere normale Menschen so. Das ist normal ist aber das kann ich jetzt nicht tolerieren. Also normal ist jetzt sehr wert gewesen. Sagen wir einfach mal Rosenkohl und das wird immer wieder nachgetan, aber man muss halt den Teller aufessen. Das heißt, man isst die ganze Zeit nur Rosenkohl, bevor man eben zum Guten kommt einfach und die zum ganze Toten. Zeit und das tötet einen einfach. Das ist nicht genauso fern, wie du das Tier getötet hast. Versuchen, sagen wir, okay, das Gute ist irgendwie Rosenkohl und der Rest ist dann irgendwie so das Deklapp. Das gute Fleisch. Das genau. Was ich auch so ein Kandidat für so richtig tolles Essen finde, ist, kennt ihr Würsing? Oh, geil. Das ist auch so, ich hab das einmal gegessen, ich hab fast gekotzt, seitdem esse ich das nicht mehr. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mag, von daher mag ich das wahrscheinlich jetzt nicht. Echt, und das Würsing ist richtig beschissen. Also so geil mit so Kartoffeln und so einer geilen Wurst, die pink oder so heißt das. Ja, genau, ja. Gericht ja, oder sowas. Sowas, ja. Ich weiß, was du meinst, ich kenne das, ja. Nee, ist halt echt nicht geil. Manchmal... Ich kenne Leute, die das gut machen, aber wir sind schon wieder beim Essen hängen geblieben. Das ist nicht gut. Ja. Wenn wir jetzt schon beim Essen sind. Du hast das Essen eingeleitet. Oder ich weiß es nicht mehr, wer es war. Wahrscheinlich. Du warst das. Wer ist denn du? Du. Ich? Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt beim Essen sind. Ja. Wie sieht euer perfekter Pfannkuchen aus? Oh.
Perfekter Pfannkuchen. Also nicht vom Teig, sondern mit, also weißt du, was da drauf kommt? Oh, ach so, gibt, du, ach so, das meinst du. Es gibt geilen Pfannkuchen, also wenn er herzhaft ist, obwohl ich glaube, ich esse lieber ja, Krebs herzhaft ja, so, mit Schinken und Käse. Das ist ein geiler, herzhafter Krebs. Mit Schinken und Käse, ich esse den mit Schinken, oh, nee. Und Schinken und Zwiebeln, das ist oh, ein richtig guter. Ich esse den mit Frischkäse und Kräutern, also mit Kräuterfrischkäse esse ich den, wenn er herzhaft ist. Also wenn er herzhaft ist, süß. Dann kannst du den auch geil wenn machen. Wenn er süß ist, dann muss man den mit Schokoladenstreuseln, so diese aus Nein. Holland. Doch, mit, und dann, nein. Und dann Moment, nehmen wir Marmelade dazu. Ich erkläre euch jetzt mal die besten. Und noch mehr. Nein. Der beste herzhafte ist Schinken mit Zwiebeln. Und der beste süße, da schwöre ich alles drauf, ist, du nimmst dir Marmelade, am besten Himbeermarmelade, nimmst den Pfannkuchen, schmierst da rein Himbeermarmelade, klappst den halb zu. Und streust obendrauf Puderzucker. Es gibt nichts Leckeres. Nein, doch. Es gibt nur Puderzucker und Marmelade. Das ist der alles beste, klar. Den du machen kannst. Also musst du ausprobieren. Wirklich. Es gibt naja, machen können wir mal zusammen machen. Ja, oder man hat so einen geilen dicken Pfannkuchen mit Apfelstücken drin. Oh, so ein ja. Apfelpfannkuchen. Ja, und dann Zimt und Zucker oben drüber. Ach, das ist genial. Ja, bei uns gibt es kein Zimt und Zucker. Meine Mutter mag kein Zimt, deswegen haben wir kein Zimt im Haus. mein Bruder hat mir, glaube ich, mal Zimt gekauft für so Krebs, um Zimt und Zucker zu machen. Zimt und Zucker Krebs. Die hat meine Mutter einfach das Zimt weggeschmissen. Ja. Ich meine, es gab ja mal diese Challenge, wo man sich Zimt in den Mund gestopft hat und dann ja, dabei gesprochen halt hat. Sehr austrocknend. Ja, Cinnamon ist ein bisschen dumm. Ja, also das ist halt so. Außerdem, wenn wir jetzt bei Essen sind, mein heutiges Nasch, was ich mir heute im Podcast genehmige, ist Helgoländer Waffeln. Kennt ihr die? Nein. Das sind die Waffeln mit diesem rosa oder weißen Zeug in der Mitte, so zwischen zwei Waffeln gepresst und an beiden Enden sind so Schokolade. Habe ich noch nie von gehört. Echt ich nicht? Nee. Okay. Also ich esse gerade nichts, so zur Information. Ich habe gerade eben eine Honigwaffel gegessen, die war auch sehr gut. Moment, wir müssen. Ihr könnt ja mal eben weiterreden. Ich komme sofort. Du willst mir ein Foto zeigen oder was? Oder nein, uns? Ich bin kurz nicht zu erreichen. Wir können auch eine Pause machen. Du bist ja nicht zu erreichen. Egal. Egal. Okay. Also Foltermethoden. Ja. Foltermethode. Was ist so die Top Foltermethode? Oh, Foltermethode, du hast mich mal gefoltert. Weißt du das noch? Mit, oh, mit ja, Licht, das, noch. Das war sehr mit einer witzig. Taschenlampe vom Handy und. Also für mich war es witzig, ja. Ja, sehr witzig. Und irgendwie eine bestimmte Musik. Ich weiß noch nicht mehr, welche das war, aber es war auf jeden Fall auditiv und visuell sehr hart. Das war sehr angenehm. Ne, es gab so eine, Simon hat so eine geile Lampe einfach, die am Ende des Lampenschirms praktisch so einen Knopf hat, den man halt so sehr schön. Immer wieder an und aus, also reindrücken kann und damit die Lampe wieder so stroboskopmäßig an und aus flackern lassen kann. Und das halt. Das war kein Handy, ja, stimmt. Und das direkt eben vor sein Gesicht gehalten und dabei noch irgendwie so eine richtige Psychomusik einfach. Ich weiß nicht ganz genau, was es war. Ich weiß auch nicht, wieso ich mich da nicht so stark gegen gewehrt habe. Vielleicht, ich weiß auch nicht, vielleicht weil du paralysiert davon war. Hm? Ja, nee, weil, ja. Weil du paralysiert warst, nicht gefesselt. Wer wäre jetzt gefesselt? Also sowas würde ja nie passieren. Nein. Auf jeden Fall. Meine favorisierteste Foltermethode ist, kenne ich vorzugsweise aus dem Film. Und zwar, dass man einen Eisentopf nimmt, da eine Maus reintut, diese Maus mit diesem Eisentopf auf einen Bauch von jemandem platziert und dann diesen Topf von oben mit Feuer, also von oben erhitzt. In welchem Film hast du das mal gesehen? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall wird diese Maus dann durch die Hitze in die andere Richtung getrieben und der Überlebensdrang ist so groß, dass sie sich durch deinen Bauch rausgräbt. Ja, das habe ich irgendwo auch schon mal gesehen. Ich und daran stirbt man ein bisschen qualvoll. Ein bisschen. Oh shit. Erinnert mich an die Foltermethode, dass man, ich glaube in Japan oder so ist das, oder irgendwo also in Asien, war das mal so, die haben so sehr schnell wachsenden Bambus. Das oh ja, auf so ein, Feld von Bambus praktisch draufgespannt und dann darunter unter einem wächst halt der Bambus so wahnsinnig schnell, also durch den Körper durch einfach und das soll wahnsinnig schmerzhaft sein. Eine Streckbank ist bestimmt auch sehr angenehm, also. Nee, was ich auch aus Asien kenne. Vor allem für kleinwüchsige Menschen sinnvoll. Auch, ja. Die direkt, also, was ich auch aus Asien kenne, ist, da werden die Leute, die zum Tode verurteilt wurden oder quasi gefoltert werden sollen. In ganz Asien? Ja. Die werden auf einen riesengroßen Gong geschnallt. Mhm. Dann haut ein Typ die ganze Zeit gegen den Gong gegen und irgendwann bleibt dein Herz stehen, weil irgendwann passt sich dein Herzschlag halt auf den Gong an
Und dann wird er langsamer. Also wird er halt immer langsamer. Und irgendwann hört er auf und dann stirbt er, muss man sagen. Ach so, nee, ich kenne dieses System, dass er halt immer im gleichen Takt schlägt. Ja, und macht dann er auch. Hat sich dran gewöhnt. Und ja, genau. Der irgendwann gegen den Takt schlägt und dein Herz einfach aussetzt, weil es halt nicht mehr damit klarkommt. Der ganze Körper halt so überreagiert. Und dann ich kenne das halt so, dass halt so, es wird halt so lange ein Takt geschlagen, bis das Herz sich auf den Takt anpasst und dann wird halt ganz langsam und dann irgendwann wird halt aufgehört zu schlagen und dann hört das Herz auch aufzuschlagen. Ja, okay. So. Ausprobiert habe ich das jetzt noch. Ja. Aber ich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Nicht. Na gut. Ja, es gab doch mal so einen Typen, für den musste man eine Drückbank, also das Gegenteil von der Streckbank, so einen Drückkasten erfinden, weil der zu groß war. Und dann wurden dem die Gedärme rausgequetscht. Wir sollten Knochen zusammengedrückt einfach. Ja, du wirst halt zusammengedrückt, solange bis du deinen Magen auskotzt. Ach, und dann, das klingt auch spannend, das klingt lustig auch. Das ist ein bisschen eine medizinische Sache gewesen, aber gut. Nein, es ist Mittelalter halt, ne? Das erinnert mich nur an jemanden aus meiner Stufe, der ziemlich groß ist. Ich glaube, Nikola weiß, wen ich meine. Ja. Und der musste heute, weil er immer so krumm sitzt, musste er einfach den ganzen Unterricht lang stehen und im Stehen auch schreiben und hat von der Lehrerin extra eine Unterlage bekommen, damit er im Stehen auch schreiben kann. Aber der Arme. Sehr unterhaltsam und er stand trotzdem nicht gerade, aber gut. Ja, ich finde es so interessant, bei sehr großen Menschen zu beobachten, dass das die Personen sind, die am wenigsten gerade stehen. Einfach. Die machen sich eher klein, eher krumm, um eben auf so einer Ebene mit allen anderen zu sein und machen sich nicht extra groß. Wobei halt kleine Menschen eher dazu neigen, halt wahnsinnig sich groß zu machen und so. Und das ist erstaunlich und das macht doch viel aus. So. Ich denke eher, dass man halt versucht, so diese gesellschaftliche Mitte zu treffen, als großer oder als kleiner Mensch. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich habe mal wieder ein Satzpalindrom rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon... Ein was? Satzpalindrom. Palindrome sind Worte, die vorne und hinten gleich sind und daraus gibt es auch gebildete Sätze. Ich weiß nicht, ob ich den letztes Mal schon vorgelesen habe. Und zwar ist das Satzpalindrom: Die Liebe ist ein Sieger, stets rege ist sie bei Leid. Ich glaube, den habe ich schon vorgelesen. Dazu gibt es halt noch einen anderen, den ich noch kenne. Und zwar ist ein weiteres Satzpalindrom: Emmas Amme. Das ist rückwärts auch Emmas Amme, interessanterweise. Unglaublich. Muss ein Zeichen sein, ja. Emma sollte Amme werden. Ja, Emma sollte Amme werden. Das ist genau. An alle Emmas, die uns zuhören, du solltest Amme werden. Ihr seid Amme. Also wenn ihr das noch nicht seid, dann werdet auf jeden Fall eine Amme. Ja. Genau, weil dann seid ihr. Warte, wir kennen sogar eine Emma, die Amme ist. Was? Wir kennen eine Emma, die Amme ist. Ja, beim Theater. Es ist so schön. Es ist so schön. Wir wollen aber nicht über Theater reden, ja. Die Sachen, das Platzpalindrom einfach durchzulesen, die sind so schön absurd. Dreh mal am Herd. Ja, warum auch nicht einfach mal am Herd drehen? Das ist schön irrsinnig. Ah, die Schule hat wieder angefangen. Vor gestern. Es ist heute der 8.2017 um 22:30 Uhr. Warte, das ist mir nämlich heute auch passiert. Es hat jemand gefragt, wann die Schule angefangen hat und irgendjemand neben mir meinte vor 2 Tagen und ich dachte, es wäre wirklich vor 2 Tagen gewesen, aber... Ja, das war gestern. Kommt dann vor wie eine Woche. Also, geht so eigentlich vor. Ich bin ziemlich froh, dass die Schule angefangen hat. Bei mir ist bisher eigentlich ziemlich gechillt alles, weil ich durchschnittlich Unterricht habe mit 13 Leuten in einer Gruppe. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich sehr entspannt. Ich habe mein englischer K, da sind, waren wir 12 oder 13. Mein Mathe-Grundkurs, da waren 15. Ja, voll entspannt. In Deutsch haben wir so, aber auch nicht viel. In Deutsch haben wir so um die 20, so ist halt. Bei uns sind durchschnittlich 25 Leute in der Klasse, also. Echt? Bei uns sind richtig wenige, weil nach dem letzten Schuljahr sind 30 Leute so einfach gegangen. Wie groß ist deine Stufe denn noch? Das weiß ich nicht. Ich glaube 80 oder. Okay, ja, weniger. Bei uns sind 61 jetzt in der Q2 am Anfang. Und ihr habt 25? 65. 60. Nein, ihr habt 25 pro Kurs. Ja, wir haben ja auch mit dem Arndt zusammen. Ach so. Ja, stimmt. Also das mischt sich. Ja, manchmal sind es auch weniger, manchmal worden. Mehr. Also. Ja, das hat nichts zu tun. Erstmal mit dem Salz in die Wunde, ja. Ich habe aber das Gefühl, dass ich mittlerweile mit ein paar anderen wenigen so der Einzige bin noch, der so motiviert ist, halt zur Schule zu kommen. Ganz viele sind so, ja, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. So. Der zweite Tag, ich habe jetzt schon keinen Bock Ja, aber solange... Ja, sagen wir mal so, ich habe halt keinen Bock mehr, aber ich habe halt eher keinen Bock auf die Leute, die in der Schule sind, weil ich mich frage, was diese Leute, beziehungsweise was ich mit diesen Leuten hier mache, anstatt dass ich... Also auf den Unterricht, der ist jetzt nicht so schlimm, aber manchmal fragt man sich wirklich, welche Leute da neben einem sitzen und währenddessen die
dümmsten Witze machen. Aber ich glaube, diese Massendemotivation ist halt einfach wegen den 12 statt 13 Jahren, würde ich halt so empfinden, weil... Ich glaube, das ist immer so. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, wenn du diese 13... Weil diese 13 Jahre sind ja eigentlich entspannter so, weil... Ja. Ich meine, ich gehe jetzt viermal in der Woche bis 16 Uhr zur Schule. Ja, das liegt aber daran, dass es komisch geplant ist. Ja, also bei uns die Stundenpläne, die sind... Wie viele Stunden hast du denn in der Woche? Also 36. Und 36. Bester Tag ist... Das ist halt mehr als der Durchschnitt, weil 33 sind Stunden... 33 ist Minimum. 34 ist Minimum. Ja, genau. Ja okay, gut. 34 ja. 33 ist Minimum. Aber ich habe zum Beispiel solche tollen Unterrichtsstunden wie dienstags, habe ich nämlich 2 Stunden Religion in den ersten beiden und habe dann 4 Freistunden, dann zur 7. Stunde erst wieder Unterricht. Was ziemlich beschissen ist für mich, weil ich muss um 6.30 Uhr trotzdem aufstehen, nur um... Kotzend? Ja, trotzdem, habe ich gesagt. Ah, trotzdem, okay. Trotzdem aufstehend, obwohl quasi bis zur 7. Stunde, also gut, Religion, ne, da kann ich mir eine gute Note verdienen quasi, aber ich halt trotzdem halt LKs habe ich in 8. und 9. Sitzen, schon habe ich halt Bio. So, und ich stehe halt für etwas auf, für 2 Stunden auf, und dann darf ich wieder zur Schule kommen um 13.20 Uhr. So. Ja, das habe ich morgen, also nicht ganz so krass, aber ich muss morgen auch für die ersten beiden aufstehen und habe dann 3., 4. frei und dann kann ich in der 5., 6. wiederkommen. Ja, okay. Ist jetzt nicht so ganz krass wie bei dir, aber es ist halt trotzdem. Also wenn einer von euch dienstags zwischen der dritten und der 7. Stunde Freistunde hat, ich hab Zeit, Leute, ich komm vorbei. Ich hab alle zwei Wochen in der 3. und 4. frei. Komplett gar nicht. Aber ich finde dafür, also, dass wir jetzt natürlich... Also könnten wir was machen dienstags. 12 Jahre haben, gerne. Dafür, dass wir 12 Jahre haben nur, also G8, finde ich meinen Stundenplan recht entspannt. Ja, weil du also, wahrscheinlich die Hälfte einfach abgewählt hast. Nein, gar nicht. Also bitte dich. Nee, also, klar. Wer soll denn sowas tun? Nee, ich hatte letztes Jahr war eigentlich ein ziemlich relativ, so vom, ich sage jetzt mal, Glück her, Kackjahr für mich, weil ich hatte einen beschissenen Stundenplan und ich hatte noch scheiß Lehrer. Aber dieses Jahr habe ich einen okayen Stundenplan, aber ich habe das totale Lehrerglück. Also ich hab ja schon die Creme de la Creme bei meiner Schule erwischt. Und es ist halt so gut zu wissen, dass so einige Lehrer, weißt du, wo man weiß, dass sie einen nicht mögen oder wo man weiß, dass sie halt einen nicht unterrichten können, dass man die halt nicht in den entscheidenden 2 Jahren jetzt noch haben muss. Und die wird man halt nicht mehr los, wenn die Kacke sind, so. Ich will dich nicht unterbrechen, red mal weiter. Ich bin jetzt ziemlich froh, dass ich halt dieses Lehrerglück habe. So. Ja, das ist ziemlich gut. Das ist viel wert. Ich habe gerade nochmal durchgezählt, was mich interessiert hat, und ich habe anscheinend 33 Stunden in der Woche anstatt 34. Ja, das ist wahrscheinlich das Minimum 33, 31? Also irgendwo zwischen 33 Stunden habe ich. Ja, irgendwo so um die 32 Stunden ist halt das Minimum. In manchen Wochen habe ich dann halt 35 oder 36 und dann wieder 34, das wechselt halt immer wieder. Aber das liegt auch daran, dass unser Sportkurs minimiert ist. Das heißt, wir haben nicht 3 Stunden die Woche, sondern nur noch 2 Stunden. Weil es nicht möglich ist, einfach das hinzubekommen. Deswegen haben wir sowieso das minimiert, das Ganze. Deswegen, eigentlich wäre es mehr, aber weil die Schule das nicht hinbekommt, haben wir das halt nur 2 Stunden die Woche, aber, was ich ganz okay finde. So, es ist ziemlich gut. Ja, es ist, glaube ich, ein generelles Problem. Ich habe auch nur 2 Sportstunden, aber ich finde, es gibt nichts Unnötigeres als eine Einzelstunde Sport, weil dann ziehst du dich die ersten 10 Minuten lang um und die letzten 10 Minuten lang nochmal um. Nicht, dann hast du noch 30 Minuten, dann machst du noch 10 Minuten, lässt der Lehrer dich dann ums Feld rumlaufen, dann was machst du denn in 20 Minuten? Ja, allein Runde. Den Unterricht 45 Minuten lang zu haben, das hatten wir letztes Jahr. Freitags bestand jede Stunde vom Anfang bis, also die ersten 4 Stunden waren immer nur Einzelstunden und das war halt schon ziemlich unnötig. Nee, bei uns war das, bevor ich auf die Schule gekommen bin, war das immer mit 1 Stunde, als mein Bruder auf die Schule gekommen ist, also 2 Jahre vor mir, ist das, glaube ich, so mit, war es relativ neu, dass jetzt nur noch in Doppelstunden so quasi, so man wurde es halt versucht, es wurde versucht, einfach alles in Doppelstunden anzubieten. Das finde ich halt sinnvoller. Also ich finde, 45 Minuten lohnt sich nicht wirklich, sich dahin zu setzen. Kommt halt immer auf den Lehrer an, weil, also wenn der Lehrer reinkommt, um 5 nach Stundenbeginn, dann erstmal 10 Minuten seine Sachen auspackt, dann erstmal 5 Minuten klar, kontrollieren muss, ob alle die Hausaufgaben dabei haben und dann noch ein bisschen was erzählt, und dann ist es halt schon 10 Minuten vor Stundenende, dann hast du halt nichts geschafft. Das ist halt immer so eine Lehrersache. Oder halt der Lehrer, der kommt halt 5 Minuten früher, hat schon Sachen draußen und dann fängst du halt direkt, steckst direkt ein mit dem Gong oder vor dem Gong sogar. Also es kommt halt oder wieder uns war, wie das bei uns war, dass wir einfach keine 5-Minuten-Pausen zwischen dem Unterricht haben, sodass ein Lehrer in der ersten Stunde vielleicht überzogen hat.
wir dann rüberlaufen mussten und der nächste Lehrer dann ja später anfangen konnte, sodass ungefähr 10 Minuten nach hinten raus waren und der Lehrer sich dann dachte, dass er das noch in die Pause schieben muss, sodass wir dann nur noch 5 oder 10 Minuten Pause hatten. Oh, das ist richtig scheiße. Das verschiebt sich halt den ganzen Tag. Deswegen finde ich diese 90 Minuten halt wesentlich angebrachter. Wir haben jetzt, die Oberstufe hat jetzt bei uns die erste 5-Minuten-Pause weggekürzt bekommen, weil irgendwann aufgefallen ist, dass egal in welchem Schuljahr man ist, dass man, also weißt du, früher war das ja immer so die Ausrede, du bist ja jetzt Oberstufe, ist ja scheißegal, wie lange du Freistunden hast oder wie lange nicht. Aber bei uns ist halt letztes Jahr in der EF massenhaft, wirklich richtig häufig vorgekommen, dass Leute mehrmals in der Woche von 8 Uhr bis 16 Uhr ohne Unterbrechung ganze Zeit Unterricht hatten. Und dann war halt, ist halt irgendwie aufgetaucht bei unseren Lehrern, dass irgendwie rumgegangen quasi, dass man in der Oberstufe mindestens 60 Minuten Pause am Tag haben muss, also eine ganze Stunde. Und die hatten die halt nicht, hatten wir halt nicht, und deswegen wurde halt die 5-Minuten-Pause quasi weggekürzt und dann auf die erste große Pause draufgelegt und damit rechnet sich das anscheinend und geht damit klar, aber das war dann erstmal so, ist halt trotzdem scheiße, wenn man keine Freistunde hat. Und das heißt dann, dass ihr die ersten 90 Minuten Unterricht habt und dann 20 Minuten Pause, oder wie sieht ja, das aus? Ja, und dann haben wir 45 Minuten, ja genau, wir haben die erste Doppelstunde, ist halt ohne 5 Minuten Pause. Die zweite Doppelstunde, die dritte und vierte Stunde ist halt dann von hier auf dem Plan halt 9.50 Uhr bis 10.35 Uhr, dann hast du bis 10.40 Uhr Pause und dann halt bis 11.25 Uhr Unterricht und so weiter. Das neue System ist halt ein bisschen kacke, weil es gibt ja bei jeder Einführung in die Oberstufe, bei jedes Mal, wenn du in die 10. Klasse kommst, machst du ja dieses Lernen, wo dann du darauf vorbereitet wirst, dich auf die Schule, auf die Oberstufe, damit du die Oberstufe halt ohne Probleme hinter dich bringen sollst, wirst du ja darauf vorbereitet und Das sind so witzige Sachen, wird dir von Lehrern erzählt, dass du dich als Mensch oder als Jugendlicher nur 45 Minuten am Stück konzentrieren kannst und uns dann die 5-Minuten-Pause wegzunehmen, das ist dann immer so dieses, habt ihr nicht über eure eigenen Taten nachgedacht? wahrscheinlich nicht. Nein. Schulamt, Schulleiter, keine Ahnung, wer sich die Idee ausgedacht hat. Ja, aber es ist ja oft so, dass da Sachen gemacht werden, die dann irgendwie ständig dem eigenen Prinzip nicht mehr entsprechen irgendwie und dann. Ja, weil da auch so viele Leute okay. Daran mitarbeiten, ne, die dann nicht alle. Na gut, das stimmt. Gleiche Meinung haben wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich. Ja. Sollen wir, ich hätte noch was beim Thema Schule. Oder sollen wir noch was über die Schule, ja, gerne. Ja, und zwar. Liebe Schule. Und zwar, habt ihr auch dieses Gefühl, dass die jungen Kinder mal frecher werden? Nein, gar nicht. Überhaupt echt gar nicht. Ich war heute nämlich, war ich nämlich in einer 5. Klasse. Ich habe ein bisschen mitgeholfen, weil die wurden heute eingeschult und alles. Ich hatte mich ja auch schon vorgestellt, so beim Kennenlernnachmittag, weil ich halt so Vertrauensschüler bin und Pipapo, so, oder ich dann da sage, okay, Leute, Vertrauensschüler, kommt zu mir, wenn ihr Probleme habt. Und ich bin stellvertretender Schülersprecher, so, deswegen, Leute. Eine Frage, habe ich mir vorgestellt gehabt. Gibt es bei uns keine Vertrauensschüler mehr? Doch, Nikolai ist einer. Doch, ich bin einer. Ja, meinte ich ja, Nikolai. Ja, gibt's keine? Wieso? Ich bin ein Vertrauensschüler. Ja, ist doch einer. Hä? Ich meine nicht Vertrauensschüler, wie heißen die nochmal? Paten. Wir hatten noch eine Paten. Es gibt Leute aus der 9. Klasse, die Paten machen für die 5. Ja, das ist schon so. Und mit denen habe ich mich da eben auch vorgestellt. Wir kennen ja Nachmittag vor den Ferien schon und da war ich heute in der Klasse wieder, weil ich hatte halt Bio-LK-Entfall, weil die Lehrerin, meine LK-Lehrerin halt da die 5. Klasse betreut. Oder Klassenlehrerin ist einfach. Deswegen habe ich da mitgeholfen, so Bücher auszuteilen, pipapo. Und die ganzen Kinder waren richtig nett, richtig süße Kinder, die mich auch so wieder so begrüßt haben und so, hey Nikolai, hallo. Und ich war so voll so, ja, es ist schön, es ist gut. Und bei den jetzigen, konnte ich den ganzen helfen und so und die waren alle richtig süß einfach. Also bei den jetzigen 5ern kann ich das ja auch nicht beurteilen, weil die sind jetzt seit heute da. Aber halt die jetzigen 6. bis 9., sogar eigentlich bis gut. Die sind sehr fragwürdig in ihrem Verhalten und da muss man sich halt auch mal als Überschrift sehr durchsetzen. Geht das, aber ein paar Fälle in der 9. Klasse gibt es so ein paar Fälle, die sind schon etwas hart drauf, sage ich mal. Das sind halt auch so Unhöflichkeiten, wie du stehst halt in einem Kreis mit deinen Freunden und auf einmal stellt sich ein Junge in die Mitte des Kreises, weil er sich vor irgendjemandem versteckt. So. Toll, dass ihr Verstecken spielt, aber es ist so sau unhöflich. Ja, da wird erstmal ein Stiefelkreis draus gemacht. Ja, sorry. Nein, das nicht, aber auch kein.
wenn der rausläuft, wird der halt einfach weggekickt. So. Ja. Dann kriegt der halt mit der Hüfte einen mit und mal gucken, ob er sich auf die Fresse legt oder nicht. So. Es hört sich mega böse an, aber wieso stellt er sich einfach in einen privaten Kreis? Was willst du denn auch machen? Also was willst du denn auch sonst machen, als den einmal mit einem mitzugeben? So? Sonst lernt das ja auch. Nein, ist. Und das als Vertrauen. Halt du meinst es zwar ironisch, aber ich meine das ernst so. Also, weißt du, so. Ja, wenn du dem sagst, könntest du es bitte lassen? Ich glaube, der scheißt ja drauf. Also ganz im Ernst, der scheißt nicht da drauf. Der spuckt dich. Das spuckt dich an und sagt, ins Gesicht, was, es ist ein Laber. Ja. Ja, also bei uns ist halt irgendwie nichts mehr möglich. Du musst halt irgendwie schon so, du musst halt wirklich durchsetzen. Du musst dich halt verteidigen. Ja, du musst halt durchsetzen, dass du halt, weißt du, als ich in der 5. Klasse war, da bin ich den Oberstufenschülern ausgewichen. Weil das waren die Oberstufenschüler. Und heutzutage musst du den Kleinen ausweichen, weil sonst renne ich über einen Haufen, weißt du? Das ist halt so der Twist drin. Du musst halt zeigen, so, ist halt in der Schule, ist halt die Hierarchie. Je älter du bist, desto besser bist du. Also so halt, ungefähr wie halt Tierreich. So. Ja. Wer als erstes an der Oase, an der Wasserquelle ist, der hat halt das Recht. Nee, der Ältere darf als erstes warten. Ja. Wenn genau, halt, ja. wenn halt so eine Gruppe Oberstufenschüler den Gang entlang kommen, dann machst du halt Platz oder ob sie die Treppe hochlaufen, machst du halt Platz so und bleibst nicht da sitzen und damit die über dich drüber steigen müssen so. Wenn früher hättest du dafür einen gekriegt links und rechts. Und na klar, heute machen die das einfach so. Wer älter ist, der hat einfach recht und der bekommt auch Vorzüge und so, genauso wie das früher war. Mann, einmal in der Woche einfach mal. Wenn man einfach einmal in der Woche mal sonntags eben gebadet hat, dann stieg natürlich erstmal der Opa rein, dann die Oma und so geht es immer runter. Und wenn du erstmal irgendwie 3 Jahre alt warst, dann warst du besser dran, wenn du nicht gebadet hast an dem Tag. Ja, da hast du halt eine Scheiße gebadet. Ja, das Immunsystem. So ist halt aber so ist das Leben halt einfach. Und ja, am Ende übernehmen die Kakerlaken. Was soll ich weiß nicht, sagen? Ob das so ein preußisches Ding ist, weil in Preußen muss es ja auch den Älteren richtig viel Respekt entgegenzubringen. Ja, aber so sind wir als Deutsche halt einfach so. Wir haben ja viel von dieser ist preußischen. Ja, nicht Deutschland. Ja, aber wir haben viel von dieser preußischen. Das ist eine steile These. Steile These, dass Preußen in Deutschland liegt, ja, finde ich auch eine richtige. Naja, ich meine, Preußen ist ja nicht komplett Deutschland. Preußen liegt ja im Osten. Ja, Ostpreußen nicht mehr, wow. Ja, wir sind ja nicht Brandenburg, oder? Also Preußen war schon mehr als nur so in Richtung Osten. Mehr als Berlin so. Ja, zu den Hochzeiten schon, klar, aber ich glaube... Ja, zu den Hochzeiten war Preußen ziemlich viel mehr. Also zu den Hochzeiten das Römische Reich auch komplett Mittelmeer eingenommen. So. Also ja, ich will ja auch nicht sagen, aber... Wir sind doch schon von den Römern beeinflusst, ne? Also, wo sind wir denn von Römern beeinflusst? Das waren Hallo, Witz. Köln und so ist schon ja, Köln, Junge, Xanten, Alter, das ist Zentrum. Wobei, man muss halt schon sagen, es gibt heutzutage manche Autobahnen und Straßen, sind halt immer noch Römerstraßen, also das... Außer ich dachte, die kommen stimmt, weil die Römer haben so Sportbahn gefahren. Nein, daher kommen wir den Panzer an die Autobahn. Den Verlauf. Ich sprach von dem Verlauf, nicht von der Befestigung. Ja, okay. Hä? Autobahnen sind doch nicht nach römischen Straßen orientiert. Warte, ganz kurz, alle ganz so kurz laufen, zur Klärung. Nicht alle. Ganz kurz zur Klärung. Gar keine. Aber die Römer haben schon die Autos erfunden, oder? Hör auf, alle zu verarschen. Ich möchte jetzt nicht, dass meine Aussage ins lächerlich gezogen wird, aber es gibt wirklich noch Straßen. Ja, aber keine Autobahnen. Nein, grundlegende Straßen, die halt von den Römern entwickelt wurden und dann übernommen wurden in den Zeiten danach. Ja, also keine Ahnung, ob das jetzt Autobahnen sind oder nicht. Nein, oder Autobahnen können es gar nicht sein, weil Autobahnen wurden gebaut, um Panzer drüber zu fahren. Panzer sollten nicht als zwangsmäßig nach Rom fahren im Zweiten Weltkrieg. Nicht alle Panzerwege führen nach Rom. Ja, kennen wir stimmt. Jeder Blitzkrieg führt nach Rom. So. Nein, aber. Ja, nee, das führen. Jeder Blitzkrieg führt nach Frankreich. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, das führt ja eher nur nach Polen, nach Belgien, Alter. So. Okay. Darüber haben wir heute noch in der Schule gesprochen, ohne das jetzt wirklich sarkastisch zu meinen, aber wir haben wirklich heute noch in der Schule im Geschichtsunterricht über den, wie hieß er, Stauffenberg, ja, das ist auch Stauffenberg. Attentat. Genau, nee, ja, ich meine aber den. Apropos Foltermethoden. Den Schwiefenplan, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall ging es da auch um den Blitzkrieg, der nach dem Ersten Weltkrieg. Achso, Stauffenberg, du meinst nicht das Attentat, oder? Nee, Sekunde, warte, gib mir eine Sekunde. Okay, er guckt eben seine Unterlagen nach. Ja, toll. Einen fetten Stapel an Geschichts-LK-Sachen. Nee, ich gucke eigentlich nur im Internet nach, was ich eingegeben habe. Im Unterricht gegoogelt. Der Schliefenplan, genau so hieß das. Da ging es darum, Frankreich im Ersten Weltkrieg zu erobern. Und das war halt jemand, der hieß Schliefen. Und der hat halt später auch, okay. Also der hat halt schon in der Zeit den Blitzkrieg vorbereitet, den Plan dafür. Und so ungefähr verlief auch dieser Schliefenplan. Ja, der Schliefenplan besagt ja, über Belgien nach Frankreich einzugehen. Genau.
Ja, das, der ist ja missglückt, deswegen, weil die das nicht mal umgesetzt haben. Weil Belgien einfach mit United Kingdom vereint war, deswegen. Ja, weil die Deutschen nicht so, ist ja auch eigentlich egal, auf jeden Fall ist es ja nicht so gelungen, gut gelungen wie das Spiel vorher in Österreich. 1800 irgendwas, das war ein bisschen früher, da ist es besser gelungen mit den schnellen Truppenversorgung. Ja. Wir sollten jetzt nicht über Geschichte reden, sonst werde ich noch ausschweifend. Ich kann ja auch hier einen Vortrag drüber halten. Und ich schlafe ein. Das wollen wir auch nicht. Findest du Geschichte so langweilig? Nein, es ist voll spannend, aber es ist halt auch so, ja. Wir sollten heute. Ich kenne mich ja nicht so gut aus wie ihr. So, das besonders halt, mit dem pubertären Lehrer, der die ganze Zeit, der den Unterricht eröffnet mit: So, und jetzt reden wir über Krieg. Yippie, yippie, yeah. Okay. Ja, geil. Es geht nur um Krieg. Okay. Das so wurde der Unterricht begonnen heute. Ja, wir sollten vielleicht nicht drüber reden. Um das jetzt mal so abzuschließen, sollten wir nicht über Geschichte reden. Vergraben das Kriegsbeil. Oh, das war jetzt schon eine sehr harte Metapher. Das war nicht gut. Oh, wir lesen jetzt Faust im Unterricht. Oh, nice. Ja. Wir lesen bald. Ich freue mich ein bisschen drauf auf der. Oh nein, der Prozess ist ja richtig schlimm. Und in Englisch lesen wir. Ah, das weiß ich. Warte, ich Never weiß. Let me go. Ja, ganz genau. Ich habe darauf gewartet, dass Nikola das sagt, weil ich wusste, dass er das weiß. Und ich wollte mal kurz eine Rezension zu eurem besten Schulbuch, was ihr gelesen habt. Oh. Okay. Warte. Die Physiker war schon gut. Ja. Die Physiker waren richtig gut. Das Buch habe ich mir sogar in mein privates Bücherregal gestellt, weil ich ja so. Ja, ich habe alle Bücher in dein privates Bücher. Ich habe keinen. Nikolai, weißt du noch, wie dieses Buch hieß, was wir in der 5. Klasse gelesen haben? Irgendwie so Blablablas Reisen irgendwie? Das ging um so einen russischen Typen, der irgendwie so durch die Welt reist. Ein Bauer, so. Der überall rumgelaufen ist und alles. Ja, und dann irgendwie so. Ja, erobert einfach plötzlich und dann kommt er zum Zaren und sticht ihn auch noch nieder oder so. Ja, ach, cool. sehr tolles Kinderbuch. Oder ja, nein, sehr Kinderbuch sein soll. Meine besten. Vanyas Reisen oder so. Vanyas Reisen. Okay, das haben wir nicht gelesen. Vanyas Eroberungsfeldzüge, glaube ich. Ja, gesammelte Werke. Gesammelt. Das beste Buch, was die besten Bücher waren, so. Auf jeden Fall die Physiker, mega Buch, muss ich sagen, das feiere ich richtig. Und was ich auch richtig gut fand, war. Der Junge im gestreiften Pyjama ist auch ein richtig krasses Buch. Das ist richtig gut. Nee, das haben wir nicht gelesen. Ich habe das aber in den Sommerferien mal gelesen. Und das hat mich richtig geflasht einfach, weil das Buch ist halt fucking depressiv und so, also es ist beziehungsweise richtig heftig. Ist einfach super behandelt, das Thema ist halt Zweiter Weltkrieg, aber halt aus der Sicht eines Kindes, eines SS-Bossbosses. Genau, es aufwächst eben neben einem KZ einfach und sich anfreundet mit einem Jungen, der auf der anderen Seite des Zauns sitzt. Genau. Nee, Bruno ist der Typ, Schmul. Christian, in welchem Unterricht habt ihr das denn gelesen? Deutsch haben wir es gelesen. In Deutsch? Ja, finde ich komisch, dass wir das nicht gelesen haben, Das war so eine Deutsch-Geschichte-Kooperation in der 9. Klasse, weil in der 9. Klasse ist ja so, wird da alles über den Zweiten Weltkrieg gesagt und so. In der 9. Klasse wird halt nochmal nachdrücklich dem Menschen klar gemacht, dass der Zweite Weltkrieg schlecht ist. Und deswegen haben wir halt im Kooperationsunterricht von Deutsch und Geschichte das Buch gelesen, was richtig gut ist. Also ich finde, ist halt super geschrieben, hast eine super Perspektive und das Ende ist halt. Es ist genial. Das Ende ist genial. Das ist richtig. Und ich saß da wirklich in Spanien, habe ich da gesessen, irgendwie über mir so im Schatten der Palmen irgendwie auf einer Liege gelegen und so ein Badehose, weil ich noch im Pool war vorher und so, habe so das Buch gelesen, also ist ein geiler Kontrast auch gewesen einfach, weil das Buch einfach so düster, also was heißt düster, es ist so schön kindlich naiv, aber ja, es ist einfach schlimm und es wird immer schlimmer und irgendwann... Ja. Ja, er überlebt es halt nicht so. Wieso hast du das gespoilert? Oh, fuck. So, nein, auf jeden Fall. Ja, das Ende ist halt, ne? Aber das Ende ist halt so, das Ende ist ja so ein bisschen offen. Also es wird halt, der Junge stirbt halt. Aber man weiß halt nicht, wie die Eltern mit umgehen, weil es halt so dieses,
ich würde halt gerne so, man kann sich das Ende selber denken, das ist halt so dieses, ich habe mir so gedacht, so der Vater sieht so, was er für eine Scheiße gebaut hat. Das ist halt so dieses, er sieht aus erster Hand, ja, okay, was für eine Scheiße er gebaut hat. Aber ich finde das gut, dass das Ende so gewesen ist, dass es eben so ein heftiger Bruch war und man dann nicht noch weiter so, ja, nachgeplänkelt und so, sondern das ist ein klarer Schluss das war. Und das war, hat mich geflasht, das hat mich richtig geflasht. Ja, das war richtig gut. Ja, ich sehe und ich kann den Podcast zusammenfassen. Wir können euch mal den Link unten von Amazon reinpacken. Nein, tun wir nicht. Sucht einfach Der Junge im gestreiften Pyjama. Es ist zu lesen wert. Ja, ich meine, man kann ja einen Link von dem Buch reintun, damit man sich die Zusammenfassung oder sowas lesen kann. Möchte, kann man einfach suchen. Kann man auch einfach suchen im Internet. Ja. Ist, man findet es schon. Man kann es ja auch anbieten. Das gibt es auch immer nur vorgeschlagen. Der Film ist echt so gut. Richtig, ja, klar, nicht so gutes Buch, aber ist richtig gut umgesetzt. So. Ja, das stimmt schon. Der ist schon ziemlich gut. Muss ich sagen, weil ich. Auch vor allem so diese Charakterzüge. Er hat halt noch eine große Schwester und sie ist halt auch irgendwie richtig, sie wird halt auch richtig kacke irgendwann. Die waren zwischendurch irgendwie auf einem guten Weg und dann wird sie und dann verliebt sie sich in so einen SS-Offizier. Ja, und das ist halt nicht gut einfach. Das ist halt echt nicht gut. So. Und dann klammert sie so richtig an ihm und der Junge ist halt noch so jung und so naiv. Er versteht es nicht. Er versteht nicht, warum die einen hinter dem Zaun sein müssen, während die anderen vor dem Zaun sein dürfen. Und dann ist er halt so naiv und merkt, und er ist wirklich richtig naiv und er merkt halt nicht, dass er quasi die bessere Position hat in dem Fall und will halt rüber. Ja. Und sagt, ey, kann ich nicht mal zu dir rüberkommen? Echt so, lass mal zusammen spielen. Ja, so da ich will auch so einen geilen Pyjama anziehen. Ja, genau. So. Er ist halt dieser Situation komplett nicht bewusst. Und geht halt mit einer so kindlichen, so einer schamvollen Naivität daran. Das ist einfach ein richtig, richtig krasses Buch. Es ist sowas von einen zu lesen wert. Weil er verliert halt vorher erstmal seine Freunde am Anfang, weil er muss halt aus Berlin wegziehen. Das ist halt. Es ist krass. Es ist richtig gut. Ja. Das Bücherempfehlung von Nikola und mir, Der Junge im gestreiften Pyjama. Was auch ein ganz okayes Buch ist, was wir im Deutsch gelesen haben. Ein ganz okayes ein Buch. Ganz okay. Ja, ist der Besuch der alten Dame. Okay. Von Friedrich Dürrenmatt. Das ist, Kenne ich jetzt nicht. Das ist, okay. Kenn ich auch nicht. Der Plot ist, eine alte Dame kommt in ein Dorf zurück und das Dorf ist schwer verschuldet. Es ist richtig schwer verschuldet. Die haben überall richtig halt Probleme. Irgendwie, die können sich nichts leisten, gar nichts. Sie sind richtig am Hungertuch nagen die. Und dann kommt eine alte Frau zu diesem Dorf, die als junge Frau das Dorf verlassen hat und sagt, sie möchte diesem Dorf helfen. Sie gibt 1 Milliarde insgesamt, 500 an die Stadt, also 500 Millionen an die Stadt und 500 Millionen und auf die Bürger aufgeteilt, wenn sie den Hauptcharakter des Buchs töten. Und welchen Hauptcharakter? Also der im Buch vorkommt, der Hauptcharakter? Der Hauptcharakter des Buchs, der heißt, wie ist der noch? Der hieß irgendwie A, ne, der hieß nicht A, der hieß, der hatte so einen komischen Namen. Weil, und dann wird halt aufgeklärt, er hat sie jung geschwängert und dann das Kind verleugnet. Und ist hingegangen und hat zwei Typen bestochen mit einer Flasche Alkohol, dass sie vor Gericht aussagen, dass sie auch mit ihr geschlafen haben, sodass er nicht der Vater ist zwangsläufig. Und damit wurde sie halt quasi, verleugnet und musste die Stadt dann verlassen. Das wurde dann verbannt. Und dann war sie so, okay, sie wollte halt mit ihrem Leben abschließen. Nicht, also sie nicht will nicht mit ihrem Leben abschließen, das ist nicht richtig, sondern die will halt so dieses eine Makel, so das, was sie noch beschäftigt, das will sie jetzt quasi beiseite legen. Also sie will es endlich für sich ihren Seelenfrieden finden und für sie ist die Gerechtigkeit halt, dass der Typ stirbt, der Hauptcharakter. Wo ich den Namen jetzt sofort auch sagen kann, wenn ich in die Google-Tasten gehauen habe. Dann hau mal rein. In die Google-Tasten. Wie heißt denn noch? Also die alte Dorf. Heißt ja. Claire Zachanassian. Und wo ist denn Ill, genau, der Hauptcharakter heißt Ill mit Nachnamen. Ill, aha. Alfred oder Alfred Ill, genau. Alfred Ill hieß er. Also im Endeffekt führt das Dorf ihren Wunsch aus und wird das Ende gespoilert. Ja, du hast gerade gesagt, das Ende von dem Buch. Du hast gerade gesagt, dass er getötet würde. Dann wollte ich mich nein, nur... das, nein, sie, also sie sagt,
Sie sagt, wenn ihr den tötet, kriegt ihr halt das Geld. Und dann wird halt diese moralische halt, okay, diese, ja, diese Moral und dieses, wie beeinflussbar sind Menschen und wie gierig sind Menschen, wird dann halt in diesem Buch halt dargestellt, wie am Anfang alle zu ihm noch stehen und sagen, das lassen wir auf gar keinen Fall zu, und irgendwann sich so jeder merkt, so, wenn wir 500 Millionen bekommen und jeder nochmal von 500 Millionen so aufgeteilt, das ist schon viel Geld. Also ne, das wurde dann so quasi dieses, wo sie dann schon anfangen, während er noch lebt, neue Sachen zu kaufen. Wo dann auf einmal alle neue Autos haben und so und so. Ui. Und so. Und dass auf einmal das Bürgermeisterhaus renoviert werden soll. Also, wo auf einmal so neue Investitionen geschaffen werden, wo dann auf einmal irgendwelche Leute, die kein Geld haben, halt mit neuen Autos ankommen. Und das ist halt dann so dieses, aber er sieht es halt, er lebt noch und er fühlt sich halt verarscht so. Und das ist halt richtig gut dargestellt. Das Buch ist eigentlich auch ziemlich gut. Das klingt also doch nicht ganz gut. So, okay. Das ist eigentlich ziemlich gut. Okay. Und das Krasse ist halt, es gibt die Hauptcharaktere, Ill, seine Frau, seine Tochter, sein Sohn, der Bürgermeister, der Pfarrer, der Lehrer, der Arzt, der Polizist. Und dann gibt es halt noch andere Bürger. Und die heißen der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte. Und dann das Geile, das ist nicht geil, geil ist ein scheiß Wortwerf. Aber das Coole ist, wie Friedrich Dürrenmatt hingeht und das ganze Dorf in vier Personen darstellt. Oder es gibt auch zum Beispiel die erste Frau und zweite Frau. Das heißt, so alle Nebencharaktere werden halt in insgesamt fünf, also insgesamt sechs Personen, insgesamt sechs Personen, vier männliche und zwei weibliche. Das ganze Dorf wird halt in sechs Personen dargestellt, was halt richtig also, cool ist. Also haben die auch keinen Namen in dem Buch? Nein, die heißen einfach der Erste, der Zweite, der Dritte. Ach so. Das ist auch ein Drama, also ein Theaterstück. Es ist ein Theaterstück, aber es ist ein, wie heißt das? Das ist eine tragische Komödie. Ja, wie Dürrenmatt das halt so aufzieht, ja. Genau. Ja. Ist halt aber ein richtig, richtig gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Empfehlen, im Film kann ich das nur. Ja, das ist super. Muss ich mal lesen, auf jeden Fall. Ja. Klingt gut. Ja, es ist, stimmt, du hast recht. Haben wir da noch ein Thema zum Abschluss, so? Ich würde halt jetzt auf Serien gehen, würde ich auf behaupten. Serien? Wir müssen jetzt auch irgendwie langsam abschließen mit der Folge. Ich meine, vielleicht könnte man sich eine eigene ganze Folge sich aufsparen, weil das ist ja auch ein großes Thema. Ich guck mal eben, ich habe mir einen Timer gestellt. Wir sind jetzt ungefähr 50 Minuten dran. Das ist dann haben wir noch 10 Minütchen. Das finde ich jetzt aber eine gute Zeit auch, langsam aufzuhören und Tschüss zu sagen. Und ich finde, aber jetzt ein ziemlich hartes Ende. Vielleicht wollen wir noch so ein letztes Thema so besprechen. Ich kann ja auch einen Kuchen schenken, aber es ist nicht so hart wird, aber. Kannst du noch so ein Geburtstagsabschiedslied singen, so Happy Birthday zum zweiten wen? Folge. Ja. Für die zweite Folge. Ist ja kein Jahr her. Nee, aber die zweite Folge. Können wir uns einfach bedanken, dass fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, wir hören euch, ihr hört uns. Wir hören uns alle gegenseitig. Yay! Mit unseren Ohren. Yay! Yay. Bis zum nächsten Mal. Wieder bei Cancy und Fool. Tschüss. Genau, das war das Endgeräusch für diese Folge. Ende. Tschüss. Tschüss. The end. Tschüss.